der Grimme Online Award 2013 in der Kategorie Wissen und Bildung geht an Soziopod. Also nach dem Genuss von diesem Podcast habe auch endlich ich verstanden, was der Unterschied zwischen radikalem und trivialem Konstruktivismus ist. Und man kann noch einiges mehr dort finden. In der Jurybegründung heißt es, in ihren Folgen kommen die beiden Autoren von Soziopod ohne Umschweife auf den Punkt, widmen sich erst den wissenschaftlichen Grundlagen, bleiben dann aber im Gespräch und in der Diskussion angenehm niederschwellig und verständlich. Die Webumsetzung des Angebots besticht mit einer optisch modernen und übersichtlichen Präsentation. Die Querverlinkungen zu den Quellen sind vorbildlich und die Social-Media-Anbindung wird stimmig umgesetzt. Und ich bitte jetzt die beiden Macher auf die Bühne, Patrick Breitenbach und Nils Kübel. Respekt. Herzlichen Glückwunsch und dir alles Gute zum Geburtstag. Ja. Das ist ein Tag, oder? Hammer. Was mir aufgefallen ist, ihr seid der erste Podcast überhaupt, der den Grimme Online Award gewonnen hat. War es denn dafür mal höchste Zeit? Ja, ich denke, das war höchste Zeit, weil die Podcast-Szene in Deutschland hat dann doch so einiges zu bieten und ich kann nur jedem empfehlen, sich da mal tiefer reinzuhören und es gibt ganz tolle Sachen da. Wie würdet ihr denn die Podcast-Szene in Deutschland generell beschreiben, so im Vergleich zu anderen Ländern? Ist er der Experte? Oh ja, weil du hast Geburtstag, du hast hier andere Sachen, du. Klär mich auf. Du musst mir nochmal die Frage sagen, ich hab's jetzt völlig. Wie man... Wenn man jetzt mal sich die Podcast-Szene in Deutschland anguckt, im Vergleich zu anderen Ländern, sind wir megaweit vorne? Naja, megaweit sind wir in vielen Dingen, was das Internet angeht, noch nicht vorne, das ist klar. Aber ich glaube, wir haben eine sehr lebendige Szene in Deutschland, was Podcast angeht, mit sehr vielen fleißigen Leuten, die das Thema wirklich auch technisch vorantreiben. Und das ist einfach toll zu sehen und früh dabei zu sein. Ja. Wie feierst du heute deinen Geburtstag? Jetzt. Ja, jetzt im Anschluss natürlich, noch bis lange in die Nacht hinein und die nächsten Tage wahrscheinlich auch noch mit Freunden und Verwandten und all denen, die mit mir feiern wollen. Sehr schön, in diesem Sinne Prost und Glückwunsch nochmal.